you can earn very high returns with very small amounts of money. Stell dir mal vor, du würdest dir mit kleinen Summen ein Vermögen aufbauen. Warren Buffett hat es vorgemacht und mit kleinen Summen Renditen von bis zu 50% pro Jahr erzielt. Aber wie geht das? Diese Frage kann Warren Buffett selbst beantworten. Viele von euch werden ihn sicherlich schon kennen. Buffett und sein Partner Charlie Munger haben mit der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bereits Legendenstatus erreicht. Selbst mit 92 und 99 Jahren verblüffen sie uns noch immer mit ihren Weisheiten und Investitionsentscheidungen. Die gute Nachricht aber vorab. But if you're running small amounts of money, I think the opportunities will be greater. But then I would love to be born today and go out with not too much money and hopefully turn it into a lot of money. Dieses Statement gab Buffett letztes Wochenende zum 59. Berkshire Hathaway Annual Meeting bekannt. Es sind tausende von Menschen gekommen, um Buffett in einem mehrstündigen Q&A zu allen möglichen aktuellen Themen zu befragen. Warren Buffett ist also immer noch davon überzeugt, dass man mit kleinen Summen große erfolgreiche Investitionen tätigen kann. Viele mag das vielleicht sogar überraschen, aber mit kleinen Summen haben Investoren einen großen Vorteil. Warum ist das so? Warum kann man mit kleinen Summen bessere Renditen erzielen? Und mit welcher einfachen 4-Punkte-Checkliste man Aktien wie Warren Buffett bewerten kann, das zeige ich dir in diesem Video. Auch Buffett konnte in der Vergangenheit mit kleineren Summen höhere Renditen erzielen und das ist auch kein Zufall. Bereits in jungen Jahren begann Buffett, kleine Summen in Aktien zu investieren und nutzte sein Wissen und sein Verständnis für Unternehmen, um sein Vermögen aufzubauen. Warum nun kleinere Summen besser sind und man einen Vorteil gegenüber größeren Summen hat, begründet Buffett wie folgt. If I were working with a very small sum, I would be doing entirely, almost entirely different things than I do. There's thousands and thousands and thousands of times as many options to think about if you're investing $10,000 than if you're investing $100 billion. And you got all the options you got with $100 billion, except buying entire businesses. And you've got all of these other options. So you can earn very high returns with very small amounts of money. Mit kleinen Summen hat man also viel mehr Investitionsmöglichkeiten und kann so einfacher hohe Renditen erzielen als mit großen Summen. Denn das Investieren von großen Beträgen bringt viele Probleme mit sich. Das erste Problem ist, dass die Auswahl an möglichen Investitionen viel, viel kleiner ist. Wenn also eine Investmentgesellschaft einen großen Betrag investieren möchte, sagen wir mal 100 Milliarden US-Dollar, dann kommen Unternehmen mit sehr kleiner Marktkapitalisierung nur selten in Frage. Es macht also wenig Sinn, hier in kleine Unternehmen zu investieren, die zum Beispiel nur eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar haben. Selbst wenn 100% Anteile gekauft würden, würde diese Position für diese großen Anleger einen viel zu kleinen Teil im Portfolio ausmachen. Kurz gesagt, das Gewinnpotenzial ist viel zu niedrig. Warren Buffett macht also klar, dass er mit kleinen Investitionssummen komplett anders investieren würde, als heutzutage mit den sehr großen Investitionssummen der Berkshire Hathaway. If you know something about values and investments, you will find opportunities with small sums. And it will not be with the portfolio that Berkshire its cell phones. We cannot earn phenomenal returns putting $3 billion, $4 billion, $5 billion in a stock. It won't work that way. It won't even come close to working that way. Das bedeutet für uns also, dass man sich die Aktienkäufe zum Beispiel einer Berkshire Hathaway gar nicht angucken sollte. Wir müssen nach anderen Möglichkeiten suchen, um unser Kapital zu investieren. Und zwar nach besseren Möglichkeiten. Doch wo sollen wir anfangen zu suchen? Wie können wir unseren Vorteil mit kleinen Summen nutzen? Hier rät Buffett wie folgt vorzugehen und sich auf die folgenden Chancen zu konzentrieren. Find small securities in your area of competence that you can understand the business and occasionally find little arbitrage situations or little wrinkles here and there in the market. I think working with a very small sum that there is an opportunity to earn very high returns. Wenn es natürlich viel mehr Investitionsmöglichkeiten gibt, muss man diese auch eingrenzen. Hierzu kann man die folgenden drei Punkte beachten. Als erstes nennt Buffett den wohl wichtigsten Punkt, investieren in kleine Unternehmen. Investitionen in sogenannte Small- und Mid-Cap-Unternehmen bieten uns sehr viele Vorteile. Große Hedgefonds und Analysten achten weniger auf solche kleinen Wertpapiere, weil, wie eben bereits erwähnt, sie nicht in der Lage sind, ihre großen Geldbeträge in diese kleinen Unternehmen zu investieren. Dies kann dazu führen, dass kleinere Unternehmen falsch bewertet werden und man so leichter von diesen Fehlbewertungen profitieren kann. Kleinere Unternehmen bieten zudem in der Regel auch viel mehr Wachstumschancen im Vergleich zu großen Unternehmen. Dies bedeutet, dass sie auch höhere Renditen bringen können, da der Aktienkurs langfristig mit der Ertragskraft des Unternehmens steigt. Dies ermöglicht also tolle Chancen für kleine Anleger.
Als zweites sollte man sich im Circle of Competence bewegen. Das bedeutet, dass man nur in Bereiche investieren sollte, bei denen man auch wirklich über ein umfangreiches Wissen verfügt. Dies verschafft dir dann nachher einen Vorteil gegenüber anderen Anlegern. Als Alternative zum Circle of Competence nennt er als drittes noch sogenannte Wrinkles in the Market. Gemeint sind starke Unterbewertungen infolge von ja zum Beispiel Krisen oder unerwarteten Ereignissen. Hier sind Aktien meist super günstig bewertet und man kann so traumhafte Renditen abstauben. Auch Warren Buffett hat so in der Vergangenheit immer wieder die Dummheit der anderen ausgenutzt und tolle Renditen erzielt. So kaufte Buffett 1993 American Express Aktien, nachdem das Unternehmen in den sogenannten Salatölschwindel verwickelt war. Die Aktien sind infolge eines Skandals dann massiv eingebrochen. Aber was ist hier genau passiert? Ein Unternehmen, das im Speiseölbereich tätig ist, hat eine Tochtergesellschaft von American Express betrogen. Und zwar gab es hier falsche Dokumente, wo das Öl gelagert war. In Wirklichkeit waren diese Läger mit Seewasser gefüllt. Ein bisschen Salatöl schwamm natürlich oben auf dem Wasser, sodass hier der ganze Betrug erstmal nicht auffiel bei Kontrollen. Später gab es dann aber doch einen anonymen Tipp und der ganze Betrug wurde aufgedeckt. Infolgedessen stürzte der Aktienkurs von American Express um mehr als 50% ein. Buffett sah jedoch das Potenzial für eine Erholung und kaufte eine große Menge an Aktien. Er kaufte 5% der Aktien für nur 20 Millionen US-Dollar. Diese Investition sollte sich später als sehr lukrativ herausstellen und er konnte die Anteile später mit mehr als 400% Gewinn verkaufen. So viel zu den Markteffizienzen, die man ausnutzen sollte. Doch wie findet man nun die Aktien, mit denen man sich ein Vermögen aufbauen kann? Als nächstes müssen wir die Ärmel hochkrempeln und so viele Unternehmen anschauen, wie nur möglich. So hat es Buffett auch in der Vergangenheit gemacht und genau das sagt er hier. So I would pour through volumes of businesses and I would find one or two that I could put $10,000 into or $15,000 into. They were ridiculously cheap. I think if you're working with a small amount of money with exactly the same background that Charlie and I have and same ideas, same whatever ability we have, you know, I think you can make very significant sums. Sicherlich muss man heutzutage nicht mehr tausende Berichtsseiten lesen. Es gibt viele Informationsquellen im Internet und Hilfsmittel wie Aktienscreener, mit denen man ja tausend Aktien in kürzester Zeit filtern kann. Doch worauf muss man genau bei einer Aktie achten? Wie führt man eine Aktienanalyse nach Warren Buffett durch? Hier hält sich Buffett an die folgenden vier einfachen Schritte. We look at it, the criteria for selecting a stock is really the criteria for looking at a business. We are looking for a business we can understand. That means they sell a product that we think we understand and we understand the nature of their competition, what could go wrong with it over time. And then when we find that business, we try to figure out whether the economics of it means the earning power over the next 5 or 10 or 15 years is likely to be good and getting better or poor and getting worse. Try to evaluate that future stream. And then we try to decide whether we're getting in with some people that we feel comfortable being in with. And then we try to decide what's an appropriate price for what we've seen up to that point. What we do is simple, but not necessarily easy. Das Wichtigste bei der Aktienanalyse ist das Geschäftsmodell. Man muss also verstehen, wie das Unternehmen Geld verdient. Heißt also, wie funktionieren die Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens und wie wird sich das Ganze in der Zukunft weiterentwickeln. Im Optimalfall bewegst du dich, wie eben bereits erwähnt, in deinem Circle of Competence und hast einen Wissensvorteil gegenüber anderen. Vielleicht kennst du dich auch mit einer Branche besonders gut aus, vielleicht ist es auch sogar dein Hobby und du kannst ja wirklich deinen Wissensvorteil nutzen. Dieser erste Teil kann einfach und auch schwierig sein. Hier hilft auch der zweite Punkt, um zu bewerten, ob ein Geschäftsmodell gut funktioniert. Als zweites schaut man sich also die Ertragskraft eines Unternehmens an. Heißt also, wie entwickelt sich der Gewinn? Kurz gesagt, wird das Geschäftsmodell auch noch in 10 oder 20 Jahren funktionieren. Hilfreich sind hier zum Beispiel einfache Kennzahlen wie die Nettogewinnmarge, die aussagt, wie viel Gewinn vom Umsatz nach allen Kosten, Steuern und dem Finanzergebnis übrig bleibt. Als drittes ist das Management eines Unternehmens ein enorm wichtiger Faktor. Zwar sucht Buffett ja meistens nach Geschäftsmodellen, die so einfach sind und so sicher, dass sie selbst ein Idiot führen könnte, aber für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist eine gute Unternehmensführung sehr wichtig. Der vierte Punkt ist der Preis, Stichwort die Bewertung. Was ist der faire Preis für eine Aktie? Hier entscheidet man nachher, ob man in eine Aktie investiert oder halt nicht. Selbst wenn die Punkte 1 bis 3 zutreffend sind, macht der vierte Punkt den Unterschied zwischen einem guten und zum Beispiel einem schlechten Investment aus. Im Optimalfall sollte man so günstig wie möglich in eine Aktie einsteigen. Wenn du nicht weißt, wie man Aktien einfach bewertet, dann kann ich dir hier oben dieses Video empfehlen. Manchmal ist es tatsächlich nicht einfach, diese vier Punkte ja umzusetzen. Daher ein wichtiger Tipp von Buffett: Er sucht nach Investitionen, die sehr offensichtlich sind. Welche Unternehmen könnten gar nicht scheitern? Auch wenn das natürlich alles sehr einfach klingt, sieht Buffett hier noch ein großes Problem, stark unterbewertete Aktien zu finden, insbesondere auch bei kleinen Unternehmen. What we did 40 or so years ago
was in some respects more simple than what you're going to have to do. We had it very easy compared to you. It can still be done, but it's harder now. You have to know more. I mean, sifting through the manuals until you find something that's selling at 2x earnings, that won't work for you. It'll work, it's just you won't find any. In der Vergangenheit war es einfacher, hohe Renditen mit kleinen Summen zu erzielen. Heutzutage ist dies auf jeden Fall schwieriger geworden. Es gibt viel mehr Konkurrenz und starke Unterbewertungen sind seltener geworden. Dennoch können Anleger immer noch einzigartige Investitionschancen finden, keine Frage. Man muss nur bereit sein, danach zu suchen. Wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen und aus kleinen Summen ein großes Vermögen machen möchtest, dann rate ich dir noch hier das folgende Video zu schauen. Dort erkläre ich alles, was du über das Thema Aktien und Aktienanalyse wissen musst. So hast du den ersten Schritt gemacht, dein Vermögen aufzubauen.